Ja, Benny Siegert, 2-0 gewonnen. Ja. Klassenerhalt rechnerisch perfekt gemacht. Ja. Vertragsverlängerung auch im Sack. Ja. Fast persönliches Ende der Saison? Ja, ich denke schon. Also man hat jetzt am Mittwoch schon einen großen Satz gemacht mit dem DFB-Pokaleinzug. Und jetzt denke ich auch, dass die Saison noch nicht vorbei ist. Aber wir haben wirklich einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht, was wir vor 4-5 Monaten hätten nicht dran denken können, dass wir wirklich nochmal so eine Leistungssteigerung, eine Leistungsforderung von unserer Mannschaft sehen können. Aber im Fußball ist alles möglich. Vor 4 Monaten waren wir noch ganz unten und jetzt stehen wir sehr, sehr gut da oben und so ist Fußball. Habt ihr denn heute gemerkt, dass die Saarbrücker nochmal sich aufgebäumt haben gegen den Abstieg, die kleine Chance zu wahren? War es schwer für euch, in die Partie zu kommen? Ja, ich denke schon. Erst halbzeit war es schwierig. Wir haben, ich glaube, gefühlte 20 Ecken gegen uns gehabt. Mit den großen Kerlen da ist es schon schwierig gewesen, aber ich sag mal so, wir haben gut dagegen gehalten in den Situationen, haben vielleicht auch eine Chance zum 1-0 durchsofern, aber ja gut, ich denke, das 0-0 erste Halbzeit war ganz okay, aber Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit ganz klar zu sehen von uns, ein glückliches Tor, dass er in Innenpfosten reingeht, und dann machen wir dann gleich nochmal das 2-0 und dann war der Sack gegessen, von daher war das schon ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, was uns persönlich auch eine Genugtuung ist. Drei Partien stehen noch an, plus das Finale im Westfalen-Pokal. Was nehmt ihr euch vor, noch so die Saison quasi zu Ende zu spielen? Ja klar, positiv gestalten, so wie wir heute auch uns das eingeschworen haben, dass wir positiv aus der Saison auf jeden Fall gehen wollten. Und von daher, ja, das ist unser Ziel, natürlich in jedem Spiel auch zu gewinnen. Und dafür spielen wir auch Fußball. Wie wäre es noch mit so einem Minimalziel intern eine Mannschaft vor Osnabrück auszurufen? Hätte das noch was? Ja, ob das natürlich wäre das schön, aber wir sind jetzt nicht drauf gepolt, jetzt noch vor Osnabrück zu kommen. Wir haben wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation vor uns gehabt und die haben wir sehr, sehr gut gemeistert als Mannschaft, als Verein. Wenn wir das auch noch hinkriegen, vor Osnabrück zu stehen, wäre das auch schön. Ja, für dich jetzt noch einmal Vertragsverlängerung. Was bedeutet das für dich, nochmal in Münster weiterspielen zu können? Du bist ja jetzt schon einer der alten Hasen, sag ich mal, im Kader. Was bedeutet für dich die Vertragsverlängerung persönlich? Ich denke, ich habe da auch schon einige Worte dazu gesagt. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl und ich habe mich sehr, sehr wohl hier gefühlt und für mich war es klar, hier in Münster zu bleiben. Es hat gar nichts dagegen gesprochen und wie gesagt, ich bin sehr, sehr froh, dass mir der Verein auch das Vertrauen geschenkt hat und auch gegeben hat, in Münster zu bleiben und da ging es ganz, ganz schnell und dann war die Unterschrift gesetzt. Ich wollte auch nichts anderes fordern, als nur noch einen neuen Vertrag zu bekommen und von daher bleibe ich hier und freue mich, dass ich noch ein Jahr hier bin. In diesem Sinne, danke Benny Siegert, frohe Ostern. Ja. Ja, Sophie Benjamina bei mir. Ja, du triffst und triffst und triffst. Wie ist das so, die Saison jetzt zu Ende zu bringen? Ihr habt es jetzt rechnerisch geschafft. Wie motiviert ihr euch nochmal für die letzten drei Spiele? Naja, also erstens muss man sagen, es gibt ja noch Prämien, ne, auf die jeder Profi eigentlich heiß ist, Trainer sowie Mannschaft. Und da muss man sich eigentlich immer wieder neu motivieren. Und zur anderen Sache, es ist einfach eine Sache von Fairness, die Saison richtig zu Ende zu bringen, auch den anderen Mannschaften gegenüber Respekt entgegenzubringen und die Sache noch ordentlich durchzuziehen. Ja. Saarbrücken stand heute mit dem Rücken zur Wand quasi, um überhaupt noch die Chance zu wahren, in der Klasse zu bleiben. Inwieweit, man hat ja gemerkt, so die Halbzeiten haben sich ja doch deutlich voneinander unterschieden. Inwieweit habt ihr in der ersten Halbzeit gemerkt, dieses Aufbäumen der Saarbrücker? Ja, also in der ersten Halbzeit hat man schon extrem gemerkt. Man muss nur auf die Eckbälle gucken. Ja. Die hatten, glaube ich, zwölf Stück sogar. Und ja, die haben mächtig Druck gemacht. Aber uns war von Anfang an klar, dass wir gut stehen müssen und dann auch unsere Chancen kriegen. Und das war dann auch so. Ja, wie wohl fühlst du dich jetzt in Münster? Also du bist ja immer besser jetzt in den Tritt gekommen. Drei Spiele stehen noch an. Was würde es für dich bedeuten, in Münster zu bleiben? Du hast ja schon in der Presse signalisiert. Also könntest du dir vorstellen, hier auf jeden Fall noch einige Jahre zu machen? Ja, also natürlich habe ich gesagt in der Presse, dass es eine Option wäre, hier zu bleiben, aber das ist noch keine feste Sache. Ich habe gesagt, ich könnte es mir vorstellen und je nachdem, wie es dann aussieht, was dann auch Dresden macht, bin ich auf jeden Fall gesprächsbereit. Das heißt aber noch nicht, dass ich hier unterschreiben werde oder sonst was, aber auf jeden Fall wäre es eine Option. Ja, Ostern ist für euch perfekt gelaufen. Ihr habt jetzt rechnerisch den Klassenerhalt perfekt gemacht. Wird die Mannschaft das heute noch irgendwie ein bisschen feiern? Also
Die Mannschaft wird es bestimmt feiern, ja. Ich weiß zwar noch nicht wo, werde ich glaube ich auch noch nicht verraten, aber das muss man schon mal feiern, ja, heute. Danke, Sophia Benjamin. Danke.